11. Nacht. Kapitel 30. Die Nacht bricht herein oder ist hereingebrochen. Wie kommt es, dass die Nacht hereinbricht, statt heraufzusteigen wie die Morgendämmerung? Wenn man bei Sonnenuntergang nach Osten schaut, sieht man, wie die Nacht heraufsteigt und nicht hereinbricht. Dunkelheit, die sich in den Himmel hebt, vom Horizont aufwärts, wie eine schwarze Sonne hinter einer Wolkenbank. Wie Rauch von einem unsichtbaren Feuer, einem Feuerstreifen dicht unter dem Horizont, einem Buschfeuer oder einer brennenden Stadt. Vielleicht bricht die Nacht herein, weil sie schwer ist wie ein dichter Vorhang, der vor die Augen gezogen wird, eine Wolldecke. Ich wünschte, ich könnte in der Dunkelheit sehen, besser als ich es kann. Die Nacht ist also hereingebrochen. Ich spüre, wie sie mich niederdrückt wie ein Stein, kein Lüftchen. Ich sitze an dem spaltbreit geöffneten Fenster, die Gardinen habe ich zur Seite gezogen, denn dort draußen ist niemand. Kein Grund, mich zurückzuhalten in meinem Nachthemd, das langärmlich ist, auch im Sommer, um uns vor den Versuchungen unseres eigenen Fleisches zu bewahren, um uns davor zu bewahren, dass wir unsere bloßen Arme um uns selbst legen. Nichts regt sich im Suchlicht des Mondlichts. Der Duft vom Garten steigt empor wie Hitze von einem Körper. Es muss dort Blumen geben, die in der Nacht blühen. Der Duft ist so stark, ich kann ihn fast sehen, ein rotes Strahlen, das aufwärts wabert wie das Flimmern über Landstraßen Asphalt um die Mittagszeit. Dort unten auf dem Rasen taucht jemand aus der Pfütze von Dunkelheit unter der Weide auf, geht durch das Licht. Sein langer Schatten heftet sich scharf an seine Fersen. Ist es Nick? Oder ist es jemand anders, jemand ohne Bedeutung? Er bleibt stehen, schaut herauf zu diesem Fenster, und ich sehe das weiße Oval seines Gesichts. Nick. Wir sehen einander an. Ich habe keine Rose, die ich ihm hinunterwerfen könnte, und er hat keine Laute, aber es ist der gleiche Hunger, dem ich mich nicht überlassen darf. Ich ziehe die linke Gardine zu, sodass sie zwischen uns fällt, vor mein Gesicht, und einen Augenblick später geht er weiter, in die Unsichtbarkeit jenseits der Ecke. Was der Kommandant gesagt hat, stimmt. Eins und eins und eins und eins ist nicht gleich vier. Jedes Einzelne bleibt einzigartig. Es gibt keinen Weg, sie zusammenzubringen. Man kann sie nicht tauschen, den einen gegen den anderen. Der eine kann den anderen nicht ersetzen. Nick statt Luke oder Luke statt Nick. Sollte passt nicht. Man kann nichts für seine Gefühle, hat Moira einmal gesagt, aber man kann etwas für sein Verhalten. Was ja schön und gut ist. Der Zusammenhalt ist alles, oder das Reifsein, das eine oder das andere. In der Nacht, bevor wir das Haus verließen, damals, das letzte Mal, ging ich durch die Zimmer. Nichts war gepackt, denn wir wollten nicht viel mitnehmen. Auch zu diesem Zeitpunkt konnten wir es uns nicht leisten, den geringsten Anschein von Flucht zu erwecken. Ich ging also nur durch die Zimmer, hierhin und dorthin, schaute einzelne Sachen an, schaute an, wie wir uns gemeinsam eingerichtet hatten, für unser Leben. Ich hatte die vage Vorstellung, ich würde später in der Lage sein, mich daran zu erinnern, wie es ausgesehen hatte. Luke war am Wohnzimmer, er legte die Arme um mich, und zwar beide elend zumute. Wie hätten wir wissen können, dass wir selbst in diesem Augenblick noch glücklich waren? Denn wir hatten zumindest dies, Arme um uns. Die Katze, sagte er. Katze? Sagte ich in die Wolle seines Pullovers hinein. Wir können sie nicht einfach hier lassen. Ich hatte nicht an die Katze gedacht. Wir hatten beide nicht an die Katze gedacht. Unser Entschluss war plötzlich gewesen und dann hatten wir alles planen müssen. Ich werde wohl gedacht haben, sie würde mit uns kommen. Aber das konnte sie nicht. Man nimmt keine Katze mit auf einen Tagesausflug über die Grenze. Warum nicht draußen? Sagte ich. Wir könnten sie einfach da lassen. Sie würde um die Wohnung streichen und an den Türen miauen. Man würde merken, dass wir fortgegangen sind. »Wir könnten sie verschenken«, sagte ich, »einem der Nachbarn. Doch schon während ich dies sagte, wusste ich, wie töricht das wäre.« »Ich werde mich darum kümmern«, sagte Luke. Und weil er darum sagte, statt um sie, wusste ich, dass er meinte, ich werde sie töten. »Genau das musst du tun, bevor du tötest«, dachte ich. »Du musst ein Es erschaffen, wo es vorher keines gegeben hat. Das tust du zuerst, im Kopf, und dann führst du es auch aus. So also machen sie es«, dachte ich. Anscheinend hatte ich es bis hierhin nicht gewusst. Luke suchte die Katze, die sich unter dem Bett versteckt hatte.
Sie wissen es immer. Er ging mit ihr in die Garage. Ich weiß nicht, was er getan hat, und ich habe ihn nie danach gefragt. Ich saß im Wohnzimmer, die Hände im Schoß gefaltet. Ich hätte hinausgehen sollen, mit ihm, um diese kleine Verantwortung mit ihm zu teilen. Zumindest hätte ich ihn hinterher danach fragen sollen, damit er es nicht allein tragen musste. Denn dieses kleine Opfer, dieses Auslöschen einer Liebe, wurde auch für mich gebracht. Das gehört zu ihren Methoden. Sie zwingen dich zu töten. Etwas in dir selbst. Vergeblich, wie sich herausstellte. Ich möchte wissen, wer uns gemeldet hat. Es könnte ein Nachbar gewesen sein, der beobachtete, wie wir am Morgen unser Auto aus der Einfahrt fuhren, der ihn aus Verdacht heraus einem Tipp gegeben hat, für einen goldenen Stern auf irgendjemandes Liste. Vielleicht ist er sogar der Mann gewesen, der uns die Pässe besorgt hat. Warum sich nicht doppelt bezahlen lassen? Das sehe ihn ähnlich. Selber Passfälscher einsetzen, eine Falle für Ahnungslose. Die Augen Gottes sind überall auf der Erde. Denn sie wussten, dass wir kamen und warteten schon. Der Augenblick des Verrats ist der schlimmste. Der Augenblick, wenn du weißt, ohne jeden Zweifel weißt, dass du verraten worden bist, dass ein anderes menschliches Wesen dir so etwas Schlimmes gewünscht hat. Es war, als wäre man in einem Fahrstuhl ganz oben und jemand hätte das Seil gekappt. Fallen, fallen und nicht wissen, wann der Aufprall kommt. Ich versuche zu zaubern, meine eigenen Geister heraufzubeschwören von dort, wo sie sind. Ich muss mich daran erinnern, wie sie aussehen. Ich versuche sie festzuhalten hinter meinen Augen, ihre Gesichter, wie Fotos in einem Album. Aber sie wollen nicht stillhalten für mich, sie bewegen sich. Da ist ein Lachen und schon ist es verschwunden. Ihre Gesichtszüge kräuseln sich und biegen sich, als brennte das Papier, als würden sie von der Schwärze verzehrt. Ein kurzer Blick, ein blasser Schimmer in der Luft, ein Glühen, eine Aurora, tanzende Elektronen und dann wieder ein Gesicht, Gesichter. Aber sie entschwinden, obwohl ich die Arme nach ihnen ausstrecke. Sie entschlüpfen mir, Geister bei Tagesanbruch, zurück an den Ort, wo sie waren. Bleib bei mir, möchte ich rufen, aber sie tun es nicht. Es ist meine Schuld, ich vergesse zu viel. Heute Abend will ich meine Gebete sprechen. Nicht mehr kniend am Fußende des Bettes, die Knie auf dem harten Holzfußboden der Turnhalle, während Tante Elisabeth mit verschränkten Armen an der Doppeltür steht, den Viehtreiber Stachelstock am Gürtel und Tante Lydia, die Reihen der in ihrem Nachthemden knienden Frauen abschreitend, wobei sie uns leicht auf den Rücken oder die Füße oder den Po oder die Arme schlägt. Eine kurze Berührung nur, ein leichter Streich mit ihrem hölzernen Zeigestock, wenn wir krumm sitzen oder erlahmen. Sie wollte, dass wir unsere Köpfe richtig geneigt, unsere Zehen geschlossen und gestreckt, unsere Ellbogen im angemessenen Winkel hielten. Ihr Eifer war zu einem Teil ästhetischer Natur, der Anblick gefiel ihr. Wir sollten engelsächsisch aussehen, wie in Stein gehauen auf einem Grabmal oder wie Engel auf Weihnachtskarten, aufgereiht in unseren Gewändern der Reinheit. Aber sie wusste auch von dem geistlichen Werk körperlicher Strenge, der Muskelanspannung. Ein wenig Schmerz reinigt den Geist, pflegte sie zu sagen. Wir beteten um Lehre, auf dass wir es wert seien, erfüllt zu werden mit Gnade, Liebe und Selbstverleugnung, mit Samen und Kindern. O Gott, König des Universums, ich danke dir dafür, dass du mich nicht als Mann geschaffen hast. O Gott, lösche mich aus. Mache mich fruchtbar, martere mein Fleisch, auf dass ich mich vermehre. Lass mich erfüllt werden. Manche von ihnen gerieten dabei in Verzückung, die Ekstase der Erniedrigung. Manche von ihnen stöhnten und schrien. Es nützt dir nichts, dich derart aufzuspielen, Janine, sagte Tante Lydia. Ich bete, wo ich bin. Ich bleibe am Fenster sitzen und schaue durch die Gardinen hinaus in den leeren Garten. Ich schließe nicht einmal die Augen. Ob dort draußen oder in meinem Kopf, es ist die gleiche Dunkelheit oder das gleiche Licht. Mein Gott, der, du bist im Königreich des Himmels, das in mir ist. Ich wünschte, du sagtest mir deinen Namen, den wahren, meine ich, aber du wirst dich auch darum nicht scheren. Ich wünschte, ich wüsste, worauf du hinaus willst, was immer es sein mag. Hilf mir, es hinter mich zu bringen, bitte. Auch wenn es vielleicht nicht dein Wille ist. Ich glaube nicht eine Sekunde an das, was da draußen vor sich geht, dass es von dir gemeint war.
Täglich Brot habe ich ausreichend, deshalb möchte ich darauf keine Zeit verschwenden. Das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Problem ist, es herunterzuwürgen, ohne daran zu ersticken. Jetzt kommen wir zur Vergebung. Halte dich nicht damit auf, mir jetzt im Augenblick irgendetwas zu vergeben. Es gibt Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel, bewahre die anderen vor Gefahr, falls sie in Sicherheit sind. Lass sie nicht zu sehr leiden. Und wenn sie sterben müssen, dann lass es schnell geschehen. Vielleicht könntest du ihnen sogar einen Himmel anbieten. Dazu brauchen wir dich. Die Hölle können wir uns selbst machen. Ich nehme an, ich müsste jetzt sagen, dass ich ihnen all das vergebe, die dies angerichtet haben, und dass ich ihnen alles vergebe, was sie uns gegenwärtig antun. Ich will mir Mühe geben, aber es ist nicht leicht. Versuchung kommt als nächstes an die Reihe. Im Zentrum galt als Versuchung alles, was über Essen und Schlafen hinausging. Wissen war eine Versuchung. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, pflegte Tante Lydia zu sagen. Vielleicht will ich in Wirklichkeit gar nicht wissen, was vorgeht. Vielleicht möchte ich es lieber nicht wissen. Vielleicht könnte ich es auch gar nicht ertragen, wenn ich es wüsste. Der Sündenfall war ein Fallen aus der Unschuld ins Wissen. Ich denke zu viel an den Kronleuchter, obwohl er fort ist, aber man könnte einen Haken im Schrank benutzen. Ich habe die Möglichkeit erwogen. Man braucht sich, wenn man sich festgebunden hat, nur mit dem ganzen Gewicht nach vorn zu lehnen, ohne sich zu wehren. Erlöse uns von dem Übel. Dann kommen noch Reich, Kraft und Herrlichkeit. Es ist viel verlangt, ausgerechnet jetzt daran zu glauben. Aber ich will es versuchen, hoffend und harrend, wie es auf manchen Grabsteinen heißt. Du musst dir doch ziemlich übers Ohr gehauen vorkommen. Ich nehme an, das ist nicht das erste Mal. Wenn ich du wäre, hätte ich es satt bis oben hin. Ich würde mich ankotzen. Ich nehme an, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich komme mir sehr unwirklich vor, wenn ich so mit dir spreche. Ich komme mir so vor, als spräche ich zu einer Wand. Ich wünsche, du würdest antworten. Ich bin so allein. All alone by the telephone. Nur, dass ich das Telefon nicht benutzen darf. Und wenn ich es benutzen dürfte, wen könnte ich schon anrufen? Oh Gott, das soll kein Witz sein. Oh Gott, wie soll ich nur weiterleben?